Was macht eigentlich Ailton? Der Brasilianer Ailton gehört wohl zu den verrücktesten und legendärsten Spielern, die die Bundesliga je gesehen hat. In Deutschland verbrachte der Kugelblitz die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Doch was macht der ehemalige Stürmer eigentlich heute? Fußballer des Jahres sowie Torschützenkönig 2004, deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und einmal serbischer Meister. Außerdem 347 Spiele und 157 Tore, eine Karriere, die sich sehen lassen kann. Nach Vereinen wie natürlich Bremen, Schalke und dem HSV ging es in die Türkei, nach Serbien und dann beendete er seine Karriere tatsächlich in Deutschland bei Oberneuland in der Regionalliga. 2012 zieht er ins RTL-Dschungelcamp und schwingt das Tanzbein bei Let's Dance. Heute lebt der 49-Jährige mit seiner Familie in Dallas, Texas und außerdem betreibt er eine Ranch in seiner Heimat Brasilien. Welchen Spieler sollen wir als nächstes anschauen? Schreibt es uns.